Und ich würde sagen, wir starten direkt wieder durch. Denn wir haben in Los Santos noch einiges zu erledigen. Und da nehmen wir doch gleich die schnellste Art und Weise zu reisen. Und das ist nun mal unser kleiner Jet hier. Hui! Ach, ist das nicht schön. Ich liebe diese Maschine. Die ist toll. Auch wenn ich halt echt ein bisschen Bammel davor hatte, dass das hier auf dem PC unschön wird, das Ding zu steuern. Aber ganz ehrlich, nachdem wir jetzt die Mission im ersten Versuch geschafft haben, habe ich keine Sorge mehr für irgendeine Mission, die danach kommen mag. Die kriegen wir alle irgendwie hin. Super, ich bin so begeistert. So, mal ein bisschen höher fliegen, damit es sich auch lohnt, den Fallschirm zu öffnen. CJ, Fallschirm öffnen? CJ? Danke. Ich dachte gerade schon, er will das Ding nicht mehr öffnen. Oh, super. Ja, grandios. Da wollte ich jetzt natürlich noch abstürzen. Ach, CJ, manchmal weiß ich auch nicht mit dir. So, kommen wir denn hier hoch? Ist das möglich, hier den Berg hochzulaufen? Ja, oder halt zu fahren? Das ist natürlich die Alternative. Komm, nehmen wir gleich das Motorrad, wollte ich sagen. Aber dann nimm eben das Auto, das ist mir auch egal. Der Blister ist leicht genug, um den Berg hochzukommen. Das klappt bestimmt ganz gut. So. Wollen wir uns denn nicht auch mal ein Haus hier oben in den Vinewood Hills kaufen? Kommt, wir haben so viel Geld. Was sollen wir denn mit dem ganzen Schotter? Da können wir uns auch mal eine richtig gute Bude hier leisten in Los Santos. Wir haben ja bisher noch keine. $120.000 weg. Können wir aus der Portokasse bezahlen. Und damit haben wir jetzt ein eigenes Gebäude hier oben. Wunderschön. Eigentlich will ich da drin jetzt aber auch gar nichts. Es ist einfach bloß so prestigemäßig. Mein erstes eigenes Haus in Los Santos. Das andere ist ja schließlich Mamas Haus. So, und dann können wir auch gleich hier übers Grün machen und sind sofort bei Mad Dogs Hütte. Wunderschön. Sehr gut gelegen. Und damit dürfen wir Sweet wieder begrüßen in unserer Runde. Ist das nicht schön? Den haben wir schon so lange nicht mehr gesehen. Ich meine, ich brauche Sweet nicht unbedingt, aber es ist CJs Bruder. Von daher großartig. Wir haben es geschafft. Wir haben Geld. Sweet ist wieder frei. Es ist alles gut eigentlich. Was soll da noch kommen? Homecoming. I don't care how. I care when. As in now. You hear me? Hey man, what the... Hello, boss man. Taking care of business, I see. Torino, fuck you. Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, it's me, Sweet. Oh, Sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. Hol Sweet vom Polizeirevier ab. Wir haben es geschafft. Endlich der Lohn für unsere Mühen, der Lohn für die Arbeit für Torino. Schon interessant, oder? Wir haben den Kerl kennengelernt, als wir ihn eigentlich umbringen wollten, weil wir dachten, dass er Teil vom Loco Syndicate ist. Und am Ende machen wir Missionen für ihn. Und zwar richtig heftige Missionen. Und schließlich hilft er uns dabei, Sweet rauszuholen aus dem Knast. So können die Dinge manchmal laufen. Allerdings eben auch nur in San Andreas. Sonst wahrscheinlich nirgendwo. Na gut, dann wollen wir Sweet mal einsacken und zu Mad Dogs Villa bringen. Es ist endlich vollbracht. Und wir freuen uns drüber, dass wir CJs Bruder jetzt endlich nach Hause bringen können. Immerhin diesen Bruder konnten wir retten, wenn auch nicht den anderen. Und ich glaube, das wird auch CJs Gemüt sehr gut tun,
dass dieses Problem, das scheinbar unlösbar war, jetzt endlich geschafft ist. Welcome home, brother. What's up, bro? Hey, what's up, man? How you doing, bro? I'm alright, man. Hey, man, we off to our new spot. We got a mansion, sweet. We've been putting in work, and shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey, man, let me get you some new clothes. Come on. New clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No, that's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody's dream, to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. All right, man. You hard. I'ma show you what's going on in the hood. Da war doch noch was. Shit's all fucked up now, dude. Yeah? What you want, it ain't around here no more. Just take me to Mama's house. Fast Street zur Grove Street, da war eben doch noch was, was nicht ganz in Ordnung ist. Und Sweet legt sofort den Finger in die Wunde und macht da weiter, wo er eigentlich nie aufgehört hat, Vorwürfe gegenüber CJ zu machen. Das kennen wir ja eigentlich schon bereits. Eigentlich schade, dass es sich wieder dahin entwickelt hat, denn bevor Sweet festgenommen wurde, hatte er gerade angefangen, CJ zu akzeptieren. Und es ist eigentlich wirklich schade, dass es jetzt wieder so weitergeht. Aber gut, alles ist beim Alten. Yo, what about his blender? It's really good. It sort of works. Man, what the fuck? That's Miles' blender. Look like base heads and took over the spot. Let's go home. This is home, man. Get these fuckers out of Mom's house. You was born in there. Damn. Erledige alle Crack Dealer in deinem Viertel, damit deine Gang gesund bleibt. Wenn ein Gangmitglied von Crack total abgefuckt ist, ist er keine Hilfe für dich. Erobere das Viertel von den Ballers zurück und säubere es von sämtlichen Dealern. Ja, Sweet ist zurück und schon stecken wir wieder im Gangbanging drin. So kann's gehen. Alles ist wieder beim Alten. Und ich find's echt schade, dass es sich wieder dahin entwickelt. Aber naja, so ist das eben. Du hast Sweet verloren, du musst zurück, um ihn zu holen. Der Arsch kann auf sich selbst aufpassen. Ach. Sweets KI ist das Schrecklichste überhaupt hier. Come on, man, keep up. Komm her, Arschloch. Meine Güte. Dieser Kerl. So, den treffe ich, glaube ich, noch nicht von hier aus. Gehen wir mal ein Stück näher ran. Und wir sehen auch schon auf dem Radar, jetzt geht es wirklich wieder los mit Gangeroberungen. Das, was wir, bevor wir aus Los Santos geflohen sind, hatten, das geht jetzt wieder los. Erobere jetzt das Viertel zurück. Sniper Ballers ab, um einen Bandenkrieger zu zetteln. Also dann. Erobern wir die Grove Street zurück. Da sind sie. Oh, sieh mal an, der hier will es wissen. Wie sie alle wegrennen. Wo wollt ihr denn hin, Freunde? Ihr nervt ein bisschen hier hinten. Ihr seid gar nicht mit eingeladen zu dem Spiel. So, weg mit euch. So, kümmern wir uns noch um die Freunde da. Du hast die erste Welle überstanden. Wunderbar. Eigentlich war davon noch ein Fahrzeug gewesen vorhin, aber gut, das hat sich wahrscheinlich dann jetzt auch gerade erledigt. Weiter geht's. Sweet, willst du mitmachen?
Und wir vielleicht nicht wieder im Bild rumspringen, wie immer sonst. Oh, what? Ich war jetzt so mit der linken Seite beschäftigt. Verdammt. Dann müssen wir das Ganze wohl nochmal machen. Sieht wohl so aus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder im Bandenkrieg sind. Und wieder geht's los. Wir müssen die Grove Street zurückerobern. Ich habe das Ganze mit den Dealern schon mal abgeschlossen. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich um den Bandenkrieg kümmern. Und ich würde sagen, wir machen das auf die gute alte Methode mit dem Auto. Denn das hat immer gut funktioniert. Warum nicht auch diesmal? So, meine Freunde. Hallo. Oh, komm schon. Zu blöd, den zu treffen, ist er nicht zu fassen. Oh, shit, sweet. Sweet, sweet, geh weg von der Karre. Gut, erlebt. Erlebt. Sauber. Das ist alles, was zählt. Okay, die erste Welle hätten wir. Nehmen wir doch einfach das Auto, mit dem ich gekommen bin. Ah, den Bullen, den brauche ich jetzt echt nicht gerade. Ne, Sweet bleibt mal außerhalb des Autos. So, die meinen es jetzt nämlich gar nicht mal so gut mit uns. So, und ich laufe, 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 laufe. Sauber. So, mein Leben, mein Leben, mein Leben, mein Leben. Ach du Schande. Das sieht ja gar nicht gut aus hier. Du störst gerade ganz gewaltig, mein Freund. Tut mir jetzt sehr leid für den Bullen, aber naja. Gut, ich habe die zweite Welle überstanden. Jetzt muss ich mal ganz dringend hier erstmal diesen Typen da ausschalten, bevor der mir auf den Sack geht. Okay, ich glaube, der greift mich gar nicht an. Hey, Sweet. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich muss mal ganz dringend mein Leben hier auffrischen. Ja, wir merken, die Kämpfe, die sind jetzt ein ganzes Stück härter als vorher noch. Jetzt wollen sie es richtig wissen hier, die Leute. Sweet, spring mir nicht im Bild rum. Alter! Ah, dieser Typ! Komm, nachladen! Und den auch noch. Wunderbar. Alright, man, let's get out of here and go see Kendall. Kendall can come see me right here at her home. But it ain't nothing here no more. Rome wasn't built in a day, nigga. My brother could be a real pain in the ass. Ja, ganz schön schnippische Bitch ist er. Okay, wir sehen, es gibt wieder Missionen für uns zu erledigen. Und die sind auch hier teilweise direkt vor der Tür. Das wollen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Ich schau mal kurz, ob ich es schaffe, hier reinzukommen, ohne die Mission anzufangen. Denn ich will jetzt eigentlich speichern und Schluss machen. Schaffe ich das? Komme ich hier rein? Ja, wunderbar. Ins Haus der Johnsons. Und ich schau mal, ob ich es auch dann schaffe, nach dem Speichern zwischen den Aufnahmen wieder rauszukommen, ohne die Mission anzufangen. Denn dann werde ich vielleicht auch mal die ein oder andere Gegend hier wieder für die Grove Street zurückerobern. Das muss ich ja nicht im Let's Play machen, weil das ist immer wieder das Gleiche. Du fängst halt einen Gangkrieg an und klatschst sie dann weg. Also mal schauen, wie es beim nächsten Mal aussieht. Da können wir uns überraschen lassen. Und dann haben wir Missionen für Sweet zu erledigen, der die Hood wieder zurückerobern will. Und wir haben auch gesehen, es gibt noch etwas bei der Villa zu erledigen. Schauen wir doch mal, worum es sich dabei handelt. Wir lassen uns beim nächsten Mal überraschen. Bis dahin macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.